Was geht ab, YouTube? Sky Gaming ist hier am Start. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und bei der zweiten Folge meiner Duel-Serie Faszination. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und ein Gast ist diesmal gar nicht richtig, denn es ist diesmal ein Triple Commentary und mein Gast bzw. meine Gäste stellen sich jetzt am besten einmal selber vor. Ja, hallo, dann mache ich gleich mal den Anfang. Ich bin der Ben, quasi Teil von Dr. Bexy, den YouTube-Kanal. Ja, hallo, und ich bin Foxy. Und ich bin der zweite Teil von Dr. Bexy. Genau, und ich bin auf euch aufmerksam geworden vor geraumer Zeit jetzt ja schon fast und haben ja dieses Duel auch schon ein bisschen länger geplant. Und freundlicherweise diesmal habe ich jemanden gefunden, der mir das Gameplay dann auch selbst mitbringt. Also ihr seht ihr jetzt im Hintergrund ein Gameplay vom Ben und der verliert jetzt nochmal ein paar Worte dazu, weil der kann das bestimmt besser sagen wie ich. Genau, also für die Gameplays bin ich hauptsächlich zuständig. Hier seht ihr gerade Grind, die Map aus dem ersten Download-Paket, auch die beste meiner Meinung nach. Ich habe da gespielt mit der AN, mit Schalldämpfer, Schnellzielgriff, Schnellmagazin und dazu die Perks. Kugelsichere Weste, Hardliner, Gewandtheit, Zähigkeit. Und ja, das sind eigentlich so die ganz normalen Standardsachen, die ich hier spiele. Die Killstreaks könnt ihr ja auch sehen. Endscore sind, glaube ich, 87 zu 9. Kann sich, denke ich, mal sehen lassen. Und ja. Genau, vielen Dank schon mal dafür auf jeden Fall. Das erspart mir mal jede Menge Arbeit, wenn derjenige natürlich, der dort mit dabei ist, dann auch direkt ein Gameplay mitbringt. Und finde ich natürlich auch stimmiger, weil wenn ihr mal vorbeischauen möchtet, dann seht ihr hier direkt schon, was euch da so erwartet. Also der Ben ist meiner Meinung nach schon so oberstes Drittel, was da so die spielerischen Qualitäten angeht. Oberstes der zeigt also Drittel nur, ich bitte dich. Der zeigt da also coole Gameplays. Ich würde jetzt sagen, 85-90% der Videos, die zumindest ich jetzt von euch gesehen habe, war auch dann wirklich immer zu zweit. Das waren dann jetzt Ausnahmen bestimmen die Regel. Aber wenn ihr Bock habt, der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Die machen halt auch Call of Duty. Ich habe da jetzt auch schon mal ein, zwei andere Videos gesehen. Das war, glaube ich, Gears of War oder irgendetwas, genau, ne, glaube ich. Genau. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, lasst ein Like da und wenn es euch gefällt, dann abonniert den Kanal natürlich. Jetzt genug Werbung gemacht, möchten wir aber auch jetzt losstarten mit dem Thema, denn wir haben hier heute ein herzergreifendes Thema, meine Freunde. Die Taschentücher liegen neben mir, weil das Thema heute für die Faszination ist Liebe. Jetzt könnt ihr ganz kurz erklären, wer von euch beiden Hübschen ist denn auf dieses Thema gekommen? Ja, also da kann ich mich direkt mal zurückhalten, denn wir haben uns überlegt, was fasziniert uns und waren uns nicht ganz einig, soll es Sport sein, soll es dies oder jenes sein und wir haben das Perfekte einfach nicht gefunden, bis Ben dann einen Geistesblitz hatte und ja, schieß mal los, Ben, ne? Das war doch deine Idee. Ja, der Mann im Team, der auf Liebe kommt, guter erster Eindruck. Ja, tatsächlich war das wirklich meine Idee, es kam ganz plötzlich, wir hatten ein bisschen Probleme, ein gutes Thema zu finden, was sich halt auch für YouTube eignet, sage ich mal, und mir kam dann spontan einfach Liebe, weil Liebe betrifft jeden. Jeder war schon mal verliebt. Jeder wird noch mal verliebt sein, höchstwahrscheinlich. Und allgegenwärtig. Und ich denke mal, ein ganz gutes Thema. Genau, auf jeden Fall. Das soll meine Serie auch ja so ein bisschen auszeichnen, dass es wirklich so ein kirres Gewäsch da an Themen gibt, also nicht irgendwie wirklich aufbauend oder was auch immer. Und das erste Thema war jetzt Fußball. Jetzt Liebe, das ist ja jetzt gut. Für den Fußballer sagt, ist er fast dasselbe, er liebe Fußball etc. Aber natürlich finde ich es cool, dass da so unterschiedlichste Themen bei rumkommen. Und ja, dann würde ich zum Beispiel mal als Einstiegsfrage dann mal in den Raum werfen, wie definiert ihr beispielsweise den Begriff Liebe? Oder seid ihr der Meinung, man kann das überhaupt in Worte fassen? Puh, ich finde, das ist schwer. Also grundsätzlich gibt es ja viele Menschen, die glauben an Liebe auf den ersten Blick. Weiß ich jetzt nicht, habe ich so noch nicht erlebt. Ich denke, wie Ben schon sagte, jeder war schon mal verliebt. Aber zur Definition gehört für mich auf jeden Fall, dass man die Gefühle auch wirklich fühlen sollte und nicht vielleicht nur aus Gewohnheit, weil man den Menschen schon 2, 3, 4 Jahre kennt oder so zusammenkommt und sich einfach nur mag, sondern da sollte schon vielleicht was Besonderes zwischen den zwei Personen sein. Ja. Und der Ben? Also ich finde, es gibt zwei verschiedene Arten von Liebe prinzipiell, vielleicht auch mehr, die kann ich jetzt nicht genau benennen, aber die erste ist quasi die Liebe zu seinen Eltern beispielsweise oder zu Verwandten oder zu ganz, ganz engen Freunden, sage ich mal. Das ist jetzt vielleicht nicht Liebe im eigentlichen Sinn, aber ja doch irgendwo Liebe. Und dann gibt es halt noch die klassische Liebe zu seinem Partner und
Was macht denn, was macht er, hat sie ihn direkt sprachlos gemacht. Nicht Ja, anfangen ich habe zu mich weinen, selbst Ben. sprachlos Also, gemacht. was macht denn für euch, sage ich mal, eine Liebe, wenn wir jetzt von dieser partnerschaftlichen Ebene ausgehen? Foxy hat jetzt eben schon angesprochen, diese Gewohnheitsliebe, dass man, sage ich mal, ganz, ganz viele Jahre irgendwie einen allerbesten Freund oder eine allerbeste Freundin hat und irgendwann kommt einfach der Gedanke, Mensch, so mit der kann ich alles machen, die hört mir zu, wir haben schon so viele Sachen erlebt, die liebe ich jetzt mal. Das ist ja Quatsch. Das hat bestimmt auch jeder irgendwann mal so im jugendlichen Alter durchlebt, aber die richtige, ja, oder eine wirkliche Liebe, die funktioniert ja viel schneller. Das ist ja meistens so, dass man da sehr, sehr schnell irgendwie merkt, okay, das ist anders als mit anderen Frauen oder aus Frauensicht jetzt mit anderen Männern oder aus Männersicht auch mit anderen Männern. Ihr wisst schon, was ich meine. Was sind da so für euch so Kernfaktoren, wie ihr sagt, okay, das macht für mich, das ist ja auch, denke ich mal, so eine Sache, die jeder für sich selbst irgendwo definiert, was macht für mich eine Liebe oder eine wirklich, bam, so eine Liebe dann aus? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, weil es gibt ja, wie gesagt, nicht so eine wirkliche Grenze, wo jetzt Liebe anfängt und wo Liebe aufhört. Eben, Es ist ja. eher so eine Sache mit, dass man einfach das wirklich, also wenn's so weit ist, dann weiß man es meistens auch. Und es ist keine Sache, die sich jetzt, Liebe ist eigentlich wirklich nichts, was sich entwickelt, sondern was eigentlich ziemlich schnell da ist. Und wenn man es dann nicht nutzt, sage ich mal, diese Chance oder diese Möglichkeit oder halt erfragt, ob damals möglich ist, dann ist die Liebe auch für gewöhnlich ziemlich schnell wieder weg. So zumindest in meiner Erfahrung gewesen. Also ich finde, das ist oft so eine Art Momentaufnahme. Man lernt jemanden kennen und ja, man denkt sich vielleicht noch gar nichts dabei, dann kommt man aber vielleicht mal länger ins Gespräch und denkt, oh Mensch, es macht ja wirklich Spaß, oder man merkt da, wie man das sagt, keine Ahnung, da liegt was in der Luft oder wie auch immer. Ich denke mal, das merkt man dann schon, aber wie Ben schon sagte, wenn dann der Moment nicht genutzt wird oder das nicht auf beiden Seiten geschieht, dann verpuffen solche Gefühle ja auch in der Regel wieder und man sitzt dann da wie so ein Häufchen Elend, so enttäuschte Liebe, bla bla, aber Pech gehabt und das Leben geht weiter und dann ist es auch wieder gut. So. Ja, ich denke mal dann, was du jetzt eben angesprochen hast, wenn das, ich meine, das passiert ja bestimmt täglich, keine Ahnung, wie oft oder wie Millionen Mal, dass, sage ich mal, diese Liebe halt nur wirklich einseitig dann da ist und nicht erwidert wird, ist zwar definitiv schade, aber auf Dauer, denn man sagt ja immer, wenn man jetzt einen liebt, dann ist es ja wirklich auch nicht was für 2, 3, 4, 5 Monate oder Jahre, sondern im besten Fall, betone ich, sollte das ja schon eine geraume Zeit, vielleicht sogar bis an sein Lebensende gehen. Wenn es dann irgendwo, ist es unwahrscheinlich, dass man mit 16 jemanden findet und dann mit bis 99 Jahre da zusammen bleibt. Aber irgendwann im gehobenen Alter, wenn man dann jemanden findet, dann stellt man sich ja auch darauf ein, dass man dann, sage ich mal, wirklich, oder es kann ja nur Liebe sein, wenn man sich auch wirklich vorstellt, wirklich, wirklich lange mit einem Partner zusammen zu bleiben, weil sonst macht eine Beziehung, zumindest in meinen Augen, ja relativ wenig Sinn, oder? Ja, da hast du recht. Grundsätzlich sollte man sich ja von Anfang an vieles oder alles mit dem Partner vorstellen können, denn nur dann zeigt es ja auch ja diese Grenzenlosigkeit der Partnerschaft irgendwie auf. Und wenn man sich das von Anfang an nicht vorstellen kann, dann ist es halt so eine, ja, so eine Art, entweder so eine Gewohnheitsgeschichte, die dann sich so 2, 3 Jahre zieht, oder man sagt, ach komm, ich studiere hier gerade in einer fremden Stadt und die ist gerade ganz niedlich, mit der kann ich doch mal ein paar Jahre zusammen sein oder so und dann ist auch gut. Aber das hat vielleicht nichts mit der Liebe zu tun, wie sie die meisten Menschen im romantischen Sinne definieren würden. Wo wir jetzt gerade bei Studieren in einer fremden Stadt sind, Liebe ist ja auch immer so eine Sache. Zum Beispiel, es ist ja so, wenn man jetzt in einer Beziehung ist und einer der Partner hat eine sehr entscheidende Veränderung in seinem Leben. Zum Beispiel, er zieht in eine komplett andere Stadt, fängt dort an, oder fängt auch nur an zu studieren in der gleichen Stadt. Der Freundeskreis ändert sich dadurch, das komplette Leben ändert sich dadurch. Dadurch ändert sich natürlich auch die Person selbst. Und viele, viele Beziehungen gehen auch dann in die Brüche recht schnell. Und daran sieht man ja, dass, auch wenn man vielleicht ursprünglich die Intention hat, okay, mit dieser Person möchte ich eine sehr lange Zeit verbringen, eine Beziehung, kann es halt dann doch manchmal sehr schnell vorbei sein, wenn sich eben einer der Partner einfach verändert. Das habe ich auch selbst so beobachtet. Also das stimmt definitiv, weil im jungen Alter tritt man immer wieder in neue Lebensabschnitte ein und Menschen verändern sich da einfach. Das ist so. Und das ist auch nicht schlimm, aber ja, klar, man hatte vielleicht die Intention, dort lang zusammen zu sein, aber dann wird das eben nicht und man trennt sich. That's life. Genau. Das bringt dann ja auch nichts, wenn man da irgendwie mit Zwang versucht, sage ich mal, oder das,
kann man, oder es ist meistens immer der Fall, dass man, sag ich mal, noch versucht, irgendwie, komm, wir reißen uns immer zusammen, wir waren jetzt, oder wir sind jetzt schon 4, 5 Jahre zusammen, das kann doch jetzt nicht einfach vorbei sein, die ganze Zeit, Trauer, Trauer, aber definitiv, also meistens zumindest, was ich jetzt so von meinem Freundeskreis etc. mitbekommen habe, bringt das nichts, immer versuchen zu flicken, das ist wie so ein Fußball, wenn der 13 Löcher hat und man flickt einfach nur jedes Mal ein Loch. Irgendwann geht er trotzdem kaputt und das ist dann immer nur noch mehr Zeit, die dann, sage ich mal, in diese Beziehung reinfließt. Und ja, irgendwann, wenn es nicht passt, sollte man auch definitiv einen Schlussstrich ziehen. Auch wenn es dann natürlich die ersten Tage, Wochen, Monate natürlich wieder sehr, sehr schlimm für alle beteiligt ist, weil wie ist das immer so, diese Liebe wie beim Auto, ja, fängt mit dem A an und hört mit dem O auf, wenn sie dann aufhört. Foxy hat das, glaube ich, schon mal beantwortet, dass du da mit der Liebe auf den ersten Blick skeptisch bist. Ben hat es, glaube ich, noch nicht gesagt, wenn ich jetzt nicht total irre. Glaubst du daran? Ich glaube schon daran, ja. Oh, süß. weiter das Klischee bestätigt. Also, wir sind sicher, du bist der Mann und Foxy das Mädchen. Okay, nein. Im Ernst, aber das ist ja, sage ich mal, dieses Schöne an dieser ganzen Sache, dass man jetzt, wie ich das bei ja, diese Definitionsfrage war ja auch eigentlich nur so ein kleiner Test, weil man kann jetzt unzählige Leute von fragen, ja, definier jetzt mal das Wort Liebe. Die meisten, also entweder kommt immer was komplett anderes bei raus oder die meisten sagen so, oh ja, kann ich jetzt gar nicht so definieren, weil irgendwo ist es halt wirklich komisch, weil man fühlt es halt einfach und man weiß, dass da irgendwas da ist, aber man sagt halt einfach, okay, das ist jetzt diese Person, aber es ist halt wirklich schwer darauf meistens zu antworten, was dann dementsprechend da gefühlt wird in dem Moment. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Ich sehe jetzt in meiner Timeline, dass wir uns so langsam, so ganz, ganz langsam dem Ende entgegenbewegen. Ich würde mal vorschlagen, also meine Zuschauerfrage für, weil das ist ja hier das Klassische, ne? Man wäre ja kein Kommentator, weil sagt man, was ist das für ein Video, da ist ja gar keine Frage jetzt dahinter. Meine Zuschauerfrage wäre jetzt beispielsweise, habt ihr eventuell eine Definition für den Begriff Liebe, wo ihr sagt, bam, das ist der Begriff, so sollte er bei Wikipedia drinstehen und nicht anders? Wart ihr schon mal verliebt und was haltet ihr generell von dem Ganzen? Sagt ihr, ey, Schwachsinn, braucht man nicht, ich bin ja der Checker vom Neckar, 1000 Weiber am Start und so weiter. Wie seht ihr das Ganze? Vielleicht schreibt ihr mir, wenn ihr Bock habt, auch nochmal euer Alter dann damit dazu, dass man das so ein bisschen einschätzen können, wie ihr da so denkt und in welchem Alter ihr dementsprechend seid. Die meisten werden männlich sein, das werde ich nicht mehr fragen müssen. Habt ihr eventuell noch eine schöne Videofrage für meine Zuschauer? Ich würde sagen, wir schließen uns da einfach an deine Frage ein bisschen an und fragen direkt, ob die Zuschauer denn gerade verliebt sind und wenn ja, wie da der aktuelle Stand ist. Oh ja, das ist spannend. Ja. Bitte nicht reinschreiben, wie oft ihr fremdgegangen seid, weil es kann immer mal sein, dass eure Freundin das dann mitliest und dann habt ihr ein Problem. Das haben wir jetzt. Das hoffen wir aber natürlich Das nicht. möchten Ja, wir weil nicht wenn man, unterstützen. genau, wenn man jemanden liebt, dann ist das ja Schwachsinn, dann braucht man sowas nicht machen. Das sind dann hier diese. Ja, also gar nicht zum Thema jetzt, aber dann könnte man auch direkt Schluss machen. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung. Ja, würde ich so Jetzt. unterstützen. Genau. Wenn nochmal abschließend gesagt, also ich bedanke mich jetzt auch noch bei euch. Ich entschuldige mich, weil Hintergrund ist halt so 2, 3 Mal nicht geklappt, dass wir aufnehmen. Lag auch teilweise an mir. Da möchte ich nochmal sorry sagen. Und jetzt natürlich danke, dass ihr dabei wart. Und nochmal abschließend, bevor ihr das Wort nochmal übernimmt, wenn ihr Bock auf die beiden habt, dann schaut auf jeden Fall auf dem Kanal dabei vorbei. Sind ein paar coole Videos. Ich schaue sie auch gerne und ja, kann ich nur empfehlen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wiederhören. Und macht's gut und ich überlasse das Schlusswort den beiden. Ja, Ben, willst du anfangen? Okay, also erstmal auch herzlichen Dank von unserer Seite, dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast, Genau, vielen Dank. auf deinem Kanal dieses Video zu machen. Bitte, bitte. Und klassisch macht eigentlich immer Foxy bei uns das Schlusswort, also übergebe ich das jetzt hier mal. Na gut, wir haben uns gefreut, hier mit dabei sein zu dürfen. Und ja, klicken gefällt mir unter das Video, da werden wir uns drauf freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.